Ready to go. Los. Oh, heute los, ja, okay. Ein ganz neuer Trailer, deswegen spielen wir ihn gleich nochmal ab. Nochmal bitte. Mit unserem Superstar Jomo. Oh, dann kann ich wieder unter das Video schreiben mit Katze. Das ist immer gut für die Klickzahlen. Sehr gut. Ich wollte was sagen. Ja. Ich habe ein neues Haustier. Willst du sehen? Schlange, Eidechse, Spinne, Hund, Katze, Maus. Ja. Iro, komm mal raus. Iro, komm. Ah, Und er muss wieder abtauchen. lecker. In Das der ist lecker. Pfanne, Du, im das ist ein Braten. Piranha. Der Ah, das ist ein würde ich jetzt nicht Piranha. rein. Ja, ich glaube, es ist ein Piranha. Würde ich meinen Finger nicht Stimmt. hinhalten. Naja, das ist, aber dann würde ich dann auch Nein, das nicht ist kein rumkommen. Piranha. Das ist ein ganz süßer, süßer, Nee, das ist ein der ernährt sich Piranha. nur von Algen, ist so vegan und so, weißt du? Veganer Piranha. Es gibt ja diese Piranha-B-Movies. Hast du die mal gesehen in den 80ern? Natürlich, hallo? Vielleicht können wir Wo die mal über ganze die Kuh sprechen. innerhalb von 2 Sekunden in Blubberblasen sich auflöst. Genau. Jetzt will übrigens dein Kater was. Der ist im Hintergrund zu sehen. Ja. Juma, an der Tür, an der Tür. Oder er Ja. will die Jacke haben von Fassbinder. Ich glaube, er möchte immer irgendwas, aber Ignorieren. heute ignoriere ich mal. Er ignoriert uns aber auch. Der guckt ja gar nicht her. Juma! Lass ihn mal, warte mal, wenn er da jetzt länger steht, dann muss ich aufstehen und aufmachen. Aber ansonsten, er wird schon irgendwelche Bedürfnisse haben, ne? Ja. Okay, er denkt noch. Gut, willkommen, muss ich ja noch sagen. Willkommen beim nächsten Film Talks Berlin mit Kaya und. Wollen das jetzt? Wir haben es doch schon längst geklärt. Wir machen die Namen nicht mehr. Wir gehen einfach rein Okay, jetzt. wir sind nur Film Talks Berlin. Genau. Mit A und Alfred B. und Alfonso. Weiß und Schwarz Ich könnte jetzt heute. jedes Mal einen neuen Namen geben. Was hältst du davon? Wie heißt du heute? Ja, dann heiße ich heute Erwin. Ich heiße Alfonso. Gut, Erwin und Alfonso. Ist ja klar, dass Also, ich. wir wollen heute über einen Film sprechen und dann vielleicht noch festlegen, ob das schon ein moderner Klassiker ist, ob man so weit schon gehen kann. Ein Film, der einige Jahre alt ist, aber noch recht neu. Ja, nennen wir gleich mal den Titel und Kaya kann da heute auch, ah nee, Alfonso kann da heute viel mehr zu so sagen, Ja. weil er doch ein großer Freund dieses Films ist. Ich kann mich dem aber auch anschließen. Wir wollen heute über The Revenant sprechen, von 2015, 16 oder sowas, ne? 15, 16 oder 15, 15. 15. Okay, The Revenant. Jetzt spreche ich einmal diesen Regisseur aus und dann muss ich mir irgendwie einen Spitznamen überlegen, weil ich damit immer Schwierigkeiten habe, schon seit vielen Jahren. Den gibt es ja schon ein paar Jahre länger. Alejandro Iñárritu. Habe ich das richtig ausgesprochen mit spanischem Akzent? Ich habe keine Ahnung, ich bin kein Spanier, aber ich denke mal, es hat sich nicht schlecht, es hat sich besser angehört wie vorher, sage ich dir. Ja, ich hatte ja ein paar Jahre Spanisch. Das ist Alejandro, Alejandro, wie dann Alejandro. Alejandro Iñárritu. Genau, mit, So. das muss man hier auch Ich mal bin kein sagen, Spanier. es ist ein Mexikaner. Entschuldigung. Ein Mexikaner, der deswegen Spanisch Bin kein. Iñárritu ausgesprochen wird. Aber Ja. hier muss man auch tatsächlich einen Schauspieler, nämlich die Hauptrolle, erwähnen. Das ist Leonardo DiCaprio. Das können wir vielleicht vorab schon mal sagen, der auch für diese Rolle den Oscar und seinen ersten Oscar bekommen hat. Da kommen wir vielleicht später noch dazu. Wie wollen wir anfangen? Vielleicht willst du was zum Plot erstmal erzählen oder zur Nein, nein, Handlung? gar Gar nicht. nicht. Wir, Gar ich würde nicht. sagen, wir gehen gleich mal in den Trailer rein, weil Oh, das ist ja mal was ganz Neues. du kannst diesen Film erst Trailer angucken und dann besprechen, weil sonst funktioniert das nicht. Ja, okay. Haben wir denn heute ein Zeitlimit?
Natürlich, wie immer. 20 Minuten. 2 Stunden, nicht 2 Stunden. Okay, dann gebe ich mal frei. Das ist natürlich nicht der Fall. Da war ich woanders. Oh, das sieht doch gut aus. Okay? Ja, mach mal. Siehst du schon? Ja, und los geht's. Der Film an, aber diese ganze Sache dauert 15 Minuten. Ja. Das Sicherste wäre, einen neuen Weg über Land zu suchen. Und was machen wir dann? Rennen da rum und sind ein Haufen leichter Beute. Und du und dein Halbblutsohn, ihr lasst uns dann im Stich? Ich rede mit dir. Anständigste wäre, ihm ein schnelles Ende zu bereiten. Wir müssen uns so lange wie nötig um ihn kümmern. Ich verstehe. Verschwinde! Helfe! Was ist passiert? Wir haben getan, was wir tun mussten. Er wurde vernünftig begraben. Junge. Und er hat ihn mir genommen, verstehst du? Er hat Angst. Er weiß, wie weit ich gekommen bin, um ihn zu finden. Keine Angst mehr zu sterben. Ich gehe jetzt raus, weil der Trailer ist einfach episch, wie der Film. Nee, der Trailer ist einfach schlecht. So, das wollte ich eigentlich sagen. Naja, weil der ist schlecht. Nein, es gibt, sorry, warum es ist gibt der schlechte. Schlecht? Ich habe den jetzt so genommen und so, ne, um ein Gefühl zu kriegen, aber grundsätzlich ist der. Ist das einer von den Trailern, die schlecht sind? Für die Menschen, die es jetzt sich anschauen, die sind erstmal erschlagen so von der Bildgewaltigkeit und so, ja. Aber der Film der zieht einen so in seinen Bann durch die Naturaufnahmen, durch das, was dort quasi. Über die Hauptfigur, aber auch über die Natur erzählt wird. Die ist einfach der Mensch und die Natur, das ist so das Thema. Der Kampf auch zwischen den beiden. Ja, ist ja gut, kann man auch so sagen, ja. Also. Weil hier wird ja so hier wird so gezeigt, als wäre das so ein, als wäre das so, so ein also so habe ich den Film niemals empfunden, als wäre das so ein Kampf zwischen zwei Menschen. Der eine hat dem anderen seinen Sohn das ist so, das ist nur eine Linie, so ein Strang, damit man halt da irgendwie unterwegs nicht verloren geht. Ja, aber grundsätzlich ist der Film für mich der Mensch in der Natur und der Natur ausgesetzt, aber nicht jetzt wie so ein. Okay, wir sind schon ziemlich fett reingegangen. Ja, also, ich würde auch mal, also eigentlich das bestätigen und da müssen wir tatsächlich vielleicht kurz nur tatsächlich zu diesem kleinen Plot kommen, weil kleinen Plot sage ich, weil das ein Film ist, wo der Plot, die Geschichte tatsächlich nur Mittel zum Zweck ist, was ich hier nicht negativ, sondern sehr positiv meine, um einen epischen, bildgewaltigen Film zu erzählen, ist diese die Geschichte eigentlich in wenigen Sätzen tatsächlich erzählt. Und es geht eigentlich tatsächlich um Natur und Menschen. Man muss sagen, das ist ein Film, der 18, 20 und ein bisschen spielt.
Gerne deswegen auch als Western dargestellt wird, weil er im Westen der USA oder im mittleren Westen irgendwie in den nördlichen Regionen spielt. Ist aber auch nicht die typische Westernzeit, muss man sagen. Die typische Westernzeit ist wesentlich später, ungefähr 50 Jahre später und die darauffolgenden Jahre. Das mag vielleicht aus heutiger Sicht sein, naja, irgendwann 19. Jahrhundert, USA, Kampf gegen die Ureinwohner, gegen Besiedlung, aber es ist tatsächlich zwei Generationen davor, vor der Zeit, wo man den klassischen Western sieht. Es gibt ja auch Western, die bis in die heutige Zeit spielen, die in der heutigen oder in den 60ern des letzten Jahrhunderts, aber der klassische Western ist wesentlich, wesentlich später. Und deswegen ist das vorher, das finde ich schon ganz, ganz wichtig, das ist die Zeit, als man wirklich angefangen hat, die USA durch Europäer zu besiedeln. Ich will eine kleine Anekdote vielleicht starten, bevor wir dann nochmal ein paar Details kommen. Ich habe den Film auch im Kino gesehen, er hat mich auch sehr, sehr fasziniert und der Film, ich habe gerade nochmal nachgeschaut, lief tatsächlich im Januar an, 2016 in Deutschland. Und ich habe den, weiß ich nicht, vielleicht in der ersten Woche, aber ziemlich am Anfang dann gesehen. Und es war tatsächlich so, dass wir in diesen Film gegangen sind, an einem kalten Januartag, denke ich, war es. Und dann diesen Film, der eine wahnsinnige kalte Schneeatmosphäre hat, was wirklich viel auch erzählerisch genutzt wird. Und als wir aus diesem Film rauskamen, es war in Berlin, lag die ganze Stadt im Schnee. Es hatte einfach den ganzen Film tatsächlich durchgehend geschneit. Und der Film geht 2,5 Stunden oder sowas. Und da lag dann plötzlich von 2 Stunden Schnee in der Stadt, als hätte Berlin sich sozusagen als Set diesen Film angepasst. Das war für mich einer der faszinierendsten Erlebnisse, aus dem Kino herauszukommen, weil ich dachte, jetzt bin ich mittendrin. Allerdings sind wir dann nur ins Auto eingestiegen. Das ging bei genau. Hauptfigur nicht. Und vorher noch ein Cappuccino getrunken. Und okay. Die Heizung angemacht. Er hat mal kurz die Stadt ein bisschen, oh mein Gott, hier ist ja so wild alles und so weiter. Genau. Stell mein Auto rein. So muss das gewesen sein. 1820 habe ich mir kurz auf dem Weg vom Kino zum Auto überlegt, an der Ampel, hinter dem Räumfahrzeug. Und mir war klar, jetzt geht es mir genauso wie dieser Figur, Glass heißt der, glaube ich. Ich kann mal nachgucken, die es ja auch in Wirklichkeit gab, New Glass, als der damals monatelang im Schnee war und dann bin ich in mein warmes Auto eingestiegen. Eins der wirklich Top 5 Kinoerlebnisse, die ich hatte, dass dieses Wetter so mitgespielt hat. Willst du 3 Sätze mal zum Film erzählen? Also zum Plot, nicht zum Film, zum Plot. Naja, zum Plot ist der Glass ist halt unterwegs mit einer Truppe Trapper oder was weiß ich, mit einer Armee Angehörigen ist der unterwegs und dann kommen die in einen Hinterhalt und zwar werden die halt angegriffen von den also Ureinwohnern, ja, die sich da quasi die halt angreifen, die aber eine eigene Geschichte für sich haben, weil der Häuptling dieser Menschen, die dort angreifen, sucht seine Tochter. Die ist entführt worden von Weißen und die suchen die halt. Und dann aus heiterem Himmel werden die plötzlich angegriffen. Das ist der Anfang des Films. Und diese Sequenz, es ist in einer Einstellung, ja, ist eine Plansequenz. So habe ich das empfunden. Ich habe das nicht jetzt nochmal recherchiert, ob das stimmt. Aber es war wirklich eine Kamera, die geht durch, die geht ins Wasser, raus aus dem Wasser und einfach wahnsinnige Szene. Und das hast du im Kino auf einer riesen Leinwand, war das wirklich so extrem mitreißend. Ja, also du warst plötzlich in diesem Geschehen drin oder ich habe mich selber schon so umgedreht, ob von hinten irgendwas kommt, so realistisch war das. Jedenfalls gehen die halt da durch, verlieren sehr, sehr viele Männer und dann geht es halt darum, diesen Angreifern zu entkommen und das geht nur über einen riesen
Also man kann halt drumherum, aber es ist so ein Berg, wo sie drüber müssen. Da wird es halt noch steiler und kälter und dies und das. Und auf dem Weg dahin wird Glass, der halt irgendwie, wir sind im Wald, dann hört er plötzlich hinter sich was knacken und dreht sich um. Ein riesiger Grizzly jagt auf ihn. Also der Grizzly sieht ihn, der ist so 20 Meter weiter. Die Szene hat man ja im Trailer gesehen. Und dann kommt dieser Grizzly auf ihn zugeschossen. Und ich war erstaunt, ich weiß nicht, in welchem Zusammenhang ich das mal gelesen habe, ist, dass die Bären, die Bären sind unglaublich. Die können bis zu 50 km/h schnell rennen. Ja, und das ist wie, als würde ein Kleinwagen auf dich draufknallen. Wenn der dich erwischt, hast du keine Chance. Und was der da mit dem Glas anstellt, ist wirklich, das ist furchtbar anzusehen. Ja, und es ist wie eine Maus, die in die Fänge einer Katze gerät. Und der schüttelt den hin und her und beißt mal hier rein, beißt mal da rein. Und du bist die ganze Zeit auf Bodenschicht, also von der Kameraperspektive her. Also du bist sehr, also es, als würde es dir selber passieren. Also sehr, wirklich sehr realistisch. Und dass der das überlebt, das kann man gar nicht glauben, aber irgendwie überlebt er das. Und das ist ja nach einer wahren Geschichte. Und dass er nur die Hälfte da war, ist schon sehr beeindruckend, wie ein Mensch, also wie der trotzdem überleben kann und so. Und die sind dann halt auf der, plötzlich ist er halt schwerst verletzt, kann nicht regen und dann wollen die den halt, der eine will ihn gleich da lassen, am besten einen Gnadenschuss. Das ist auch der Anti-Held quasi in der Geschichte, der Bösewicht, in Anführungsstrichen, der eigentlich auch nur überleben will und seine, die haben halt Felle dabei, ne? Das darf man, das habe ich jetzt nicht erwähnt. Die wollen ihre Felle quasi dahin bringen, wo sie halt loswerden, verkaufen können. Ja? Was auch sehr realistisch ist, glaube ich, der Zeit entsprechend. Der Antagonist wird von Tom Hardy gespielt, der das auch sehr, sehr gut macht. Genau, und dann gibt es noch, vielleicht noch die Geschichte, musstest du noch mal kurz erzählen, dass der Glass einen Sohn hat, wenn ich mich recht erinnere. Auf den wäre ich jetzt noch gekommen. Ach so, okay. Nee, da hast du natürlich recht. Er hat einen Sohn, der die Mutter war halt eine Navo, Dakota, nee, die sind in Dakota. Die war halt eine Indianerin und wir nennen die ja alle Indianer, aber die haben ja alle ihre Namen, die sind mir jetzt nicht geläufig. Und jedenfalls haben die beide ein Kind, das ist der Sohn, der halt mitgeht, der ist so um die 15 Jahre alt, kann sich halt natürlich gegen die solche Typen wie den Antihelden nicht wehren. Und als der Vater dann quasi Glas so schwer verletzt wird, geht es halt darum, was macht man mit ihm? Oder lässt man ihn zurück? Und da ist wer ist das? Der Sergeant dort, der quasi die Leute befehligt, der ist halt sehr human und sagt, nein, das machen wir nicht, wir nehmen ihn mit und so weiter. Und dann packen die den ein und wollen da über den Berg und es klappt alles nicht. Und dann geht es darum, also ich will das jetzt nicht alles im Detail erzählen. Nee, aber das reicht ja schon. Es geht dann um die Nacht. Jedenfalls ist es so, dass der... Weil den Film kann man ruhig spoilern, der ist ja jetzt schon eine Weile alt. Ja, das macht uns nicht. Der Sohn wird halt umgebracht von dem Bösewicht, sage ich jetzt mal, von dem Antihelden. Und der will den Glas halt nicht töten, weil er es diesem Anführer versprochen hat, quasi ihn zu, aber er nimmt ihn auch nicht mit. So, der lässt ihn halt da, gräbt sogar ein Grab für ihn.
und zieht den Jungen, zieht den Glas da rein, ja, der halt tot ist und der beobachtet hat, wie sein Sohn umgebracht worden ist. Und daraufhin wird, also will er halt leben und Rache. Genau, das ist ein wichtiges Wort, was du gesagt hast, wenn ich da jetzt nochmal. Also es geht einerseits um Rache, das ist dann gerade im Ende des Films, die letzte, was auch immer, halbe Stunde, Stunde, das große Thema, angetrieben von der Rache wegen des Todes seines Sohns. Da geht es auch durchaus um Rassismus, um die Halbblut, wie es damals hieß, die aus Misch. Beziehungen oder Ehen hervorgehen, Kinder, die ja, ja rassistisch angegriffen worden sind. Der Kleine ist umgebracht worden. Es geht um Rache und es geht um Überleben. Der Kleine ist umgebracht worden? Der Sohn. Der Sohn ist, achso, ja, logisch, klar. Ja, und darum geht es dann um Rache und dadurch auch diese Motivation des Überlebens. Das ist, finde ich, auch ein starkes Motiv. Also deswegen ist, du hast das jetzt, finde ich, schon sehr detailliert erzählt, aber im Prinzip geht es um jemand, der mitkriegt, wie sein Sohn seine einzige enge Bezugsperson, weil die Mutter gibt es ja nicht mehr, die wird auch erwähnt, die sieht man ab und zu mal in Art Rückblenden-Szenen, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere. Ja. Und es geht eigentlich darum, dass jemand, der tot geglaubt ist und eigentlich schon tot ist, ich sehe auch gerade, dass die Originalroman hieß Der Todgeglaubte und der hatte im Deutschen auch noch den Untertitel The Revenant, Der Rückkehrer. So lief der bei uns im Kino, dass jemand wieder zurückkehrt, praktisch aus dem Tod, einen unwahrscheinlichen Überlebenswillen hat, durch die Natur geht und nach Rache sehnt. Und du hast eben schon gesagt, dass diese Kamera, deswegen ist es ein Film, der für mich gar nicht viel Plot hat und auch gar nicht viel Plot braucht, sondern es geht eben um diesen Menschen, der durch die Natur oder mit der Natur, gegen die Natur. Es gibt ja ganz beeindruckende Szenen. Es gibt die mit dem Bären, aber es gibt auch die mit einem Pferdekadaver, wo er vor Kälte Schutz sucht in einem Pferdekadaver, sich einmummelt wie unser Eins in eine Decke, wenn es schneit. Das heißt einmummelt, du Pferdekadaver. Er schneidet das auf, ja. Und dann ist das noch, dampft das noch. Genau, ja, einmummelt. Das alles. Und dann geht er nackt in diesen Pferdekadaver, also geht er durch den Bauch nackt da rein, ja. Und wärmt sich da quasi auf. Es sind Bilder, die sind wirklich so. Genau, es sind Bilder, die einen. Wir können lang darüber reden, was das eigentlich bedeutet, so wie. Also, das ist ja nicht nur jetzt, kommen wir mal von dieser, versuchen wir mal in so eine Metaebene reinzugehen, weil der Plot ist klar: Typ, genau, den muss das reicht auch. Sein Sohn wird umgebracht, er ist halt tot, er ist schon tot, er will leben, um Rache zu üben und jagt diesen Typen und dann passieren bestimmte Sachen und zum Schluss kriegt er seine Rache, Punkt. Aber was dort in der ganzen Zwischenzeit passiert, ist ja eigentlich, wenn du dir überlegst, wie der Mensch in der Natur positioniert ist, ja, da ist ja auch keiner jetzt besonders, da wird ja jetzt keiner besonders, man könnte ja sagen, hey, ja, die Weißen sind die Schlechten und was weiß ich was und die Indianer sind die Guten. Ist ja nicht der Fall. Die Indianer sind genauso, es ist halt, die Menschheit ist in einer Natur, die absolut brutal ist. Ja? Die Natur an sich, die Naturumstände sind brutal, die Tiere, die da drin leben, sind brutal und der Mensch ist ein Tier. Und das Einzige, was ihn von diesem Tierreich trennt, ist das Gefühl zu einem Sohn, zu einem Kind oder zu einer Frau, die er liebt oder zu einem Mann, die eine Frau liebt oder so halt. Ja? Also das ist die Liebe ist das Einzige, was uns quasi menschlich macht. Ansonsten, das ist das, was dieser Film für mich aussagt. Und das ist total richtig so, meiner Meinung nach. Also wir können, und in der Vehemenz, wie es dort quasi 1820, 30 hast du gesagt,
Da ist die Natur ja eine ganz andere. Und da ist ein Weg von hier nach, ich sag mal, von hier Charlottenburg nach Steglitz, ist noch voller Lebensgefahren und so weiter halt. Weil überall kann plötzlich ein Rudel Wölfe auftauchen oder ein Braunbär auftauchen, der mal was anderes essen will als Honig und Erdbeeren. Ja, also und dort ist der Mensch in der Natur und die Natur um ihn herum ist gnadenlos. Die ist wunderschön, ja. Sehr schön, ja. Aber sie ist gnadenlos und du bist Nahrung für irgendwas anderes und die Pelze sind Nahrung für die Menschen, die sie verkaufen und was weiß ich was. Also alles häutet sich gegenseitig, ja. Und das Einzige wirklich, was dort halt menschlich ist, ist die Liebe. Die Liebe zu einem anderen Menschen, zu einem Kind. Und das, was du dir an Menschlichkeit noch bewahrst, indem du sagst, nein, wir werden diesen Menschen jetzt nicht den Gnadenschuss geben. Was ist das eigentlich, was du, was, das ist so ein schmaler Grat, weißt du, was ich meine? Ja, also ich finde das, also erstmal will ich nochmal dazu sagen, dass wenn man heute von Steglitz durch nach Charlottenburg durch Berlin fährt, kann es zu bestimmten Zeiten auch sehr gefährlich sein. Das sind andere Gefahren. Bären und Wölfe gibt es nicht mehr. Und nein, du hast natürlich recht. Du meinst die Rollerfahrer und so. Also. Zum Beispiel. Aber nein, es ist natürlich wirklich diese Natur und dieses Ursprüngliche wird wirklich thematisiert und zwar ausgiebig. Und das wird auch, also dieser ganze Film, wenn der für mich einen Untertitel, dann würde ich ihn nennen Die Tortur oder so, weil es wirklich und er unwahrscheinlich viel Kraft in sich hat. Das finde ich sehr schön, was du gesagt hast, durch die Liebe, die dann allerdings in dieses Gefühl der Rache. Die Liebe ist vorbei. Also das ist ja dann erledigt. Dann genau, aber ihn treibt ja was an und das ist mir gerade, als du es gesagt hast, habe ich vorher gar nicht drüber nachgedacht. Wir haben ja vor einigen Filmtalks, gar nicht so lange her, über Dead Man gesprochen, was durchaus Parallelitäten hat, an die ich erstmal gar nicht gedacht habe. Hier, dort ist es ein Getriebener, wo wir auch drüber gesprochen haben, gerne anschauen. Wann ist der Tod und ist bei Dead Man wie ein Getriebener, der über den in das Totenreich gleitet, getrieben wird, es fließt dahin. Hier ist es jemand, der von sich, von innen getrieben wird und deswegen auch nur überlebt, weil er, ich sage das jetzt mal mit großen Anführungsstrichen, einen Auftrag für sich hat, weil er noch was vorhat. Und deswegen, so war es ja auch wohl in dieser Wahngeschichte, eine unendliche Weg durch die Kälte, durch Soweit die Füße tragen, was ja auch mal ein bekannter Film und Serie war, Soweit die Füße tragen, an sein Ziel kommt und angetrieben ist. Ganz anders als bei Dead Man, der sich so auflöst sozusagen. Es ist mir aber gerade aufgefallen, als du erzählt hast, dass es einerseits Parallelitäten hat, aber auch irgendwie das Gegenteil ist. Wie bei Dead Man, es Johnny Depp ist, der durch den Westen dahin gleitet, aber irgendwie schon tot ist. Hier ist jemand, der das Leben sucht. Batman ist ja mehr noch in so einer Kunstmanier, also weißt du, es ist ja immer so Kunst aus dem Auge eines Künstlers betrachtet und auch eines philosophische Betrachtung. Das hast du ja hier in diesem Film. Hast du jetzt das nicht so konkret halt, ne? Du kannst dich nicht zurückgehen und sagen, oh ja, das ist jetzt ein künstlerisch wertvoller Film, den ich mir jetzt anschaue, sondern nein, du wirst als Zuschauer, wirst du wirklich mit dem Gesicht in den Matsch, also und durch das, was Leonardo DiCaprio dort durchleidet als diese Figur, erfährst du physisch an deinem eigenen Körper. Also dort, na, du kannst, also mir ging es so. Und, ja, Wenn der da irgendwie ins eiskalte, also da schwimmen die Eisschollen über das Wasser, ja, und dann ist der
musste da ins eiskalte Wasser, um sich da zu verstecken vor den, weil die Indianer verfolgen ihn ja dann auch, ja, weil die ihn auch töten wollen. Also er ist dann auch von denen bedroht quasi, wie er da ins Wasser steigt und wie er da die ganze Zeit, er kriecht eigentlich den ganzen Film über auf dem Boden, bis er zum Schluss dann aufsteht. Ja? Also er, in dem Moment, wo der Grizzly ihn packt, das ist ja ziemlich bald am Anfang schon, in den ersten 25. Minute oder 30. Minute, ab dann bis zu den letzten 10 Minuten kriecht er auf den Boden fast, ja, also und das, dem haben sie es ja wirklich, Leonardo DiCaprio hat ja durch die Zusammenarbeit mit also er ist ja dort in dem Film einfach mit dem Oscar jetzt quasi, ja, also das ist so lächerlich, weißt du, er hat viele andere gute Filme gemacht, der ist ja seit Kinderstar schon gewesen und jetzt hat man ihn da, konnte man nicht an ihm vorbei und hat ihm da den Oscar für den besten Schauspieler quasi endlich gegeben. Ja. Also das wäre auch, also was man dem Film oder was einige vielleicht auch vorwerfen, und das finde ich überhaupt nicht, will ich erstmal zum Punkt sagen, das hast du jetzt so ein bisschen unterschlagen, ist dieses Epische, dass der sich auch sehr, sehr viel Zeit lässt. Das wäre auch eine Parallelität, das ist nicht zu Jim Jarmusch oder Ähnlichen oder zu Deadman, dass es ein Film ist, der sich, hatte ich ja schon gesagt, 2,5 Stunden Zeit lässt und auch, und das wird manchmal gesagt, vielleicht die eine oder andere kleine Länge hat. Und diese Länge ist eine Qualität, weil er sich wirklich, wirklich Zeit lässt. Das, was du, ich finde das auch schon bildhaft gesprochen, wirklich, wie er praktisch 2 Stunden oder 1,5 Stunden am Boden kriecht, mehr oder weniger, auch wenn er zwischendurch aufsteht und geht und so. Aber er ist, das wird wirklich episch, fast wie eine Oper oder so, dargestellt, ohne dass es künstlich ist, weil es wirkt auf der einen Seite schon sehr dokumentarisch, das finde ich auch, wenn man den Film jetzt von sämtlicher Stilistik wegnimmt, dann wäre das ja klassisch früher ein Western oder tatsächlich, ich benutze mal dieses Wort, Abenteuerfilm. Das ist, es gibt natürlich Filme um Trapper oder um Leute, die irgendwo in die Antarktis gehen oder was auch immer, in der gesamten Filmgeschichte. Aber hier ist es eben kein Abenteuerfilm, weil er sich so viel Zeit lässt und so direkt, also wie du schon sagst, man spürt die Kälte geradezu und man spürt den Schmerz oder auch die Einsamkeit und die Angst auch zwischendurch. Aber was ich dem Film vielleicht nicht vorwerfen würde oder Leonardo DiCaprio, man merkt wirklich, könnte man auch nochmal einen Satz zu Method Acting sagen, das lässt er ja hier auch immer raushängen in Interviews und so dazu, er hat Sprachen der Indianer gelernt und er war lange und es wurde ohne Licht gedreht an originalen Schauplätzen und so weiter. Hier wird wirklich überlegt, wie schaffe ich das verdammt nochmal endlich meinen Oscar zu kriegen und was muss ich machen, wie lange muss ich mich nicht waschen und wie lange muss ich im Dreck rumlaufen und wie lange muss der Bart im echt wachsen und nicht angeklebt sein und wie lange muss ich eklig leiden, damit ich endlich diesen Oscar kriege. Das hat mich nicht gestört beim Gucken, aber so ein bisschen schwingt das mit. Auf keinen Fall Einspruch, euer Jan. Ja, mach mal. Ja, das ist auf keinen Fall, das ist eine Hier geht es nicht um Oscar. Der Leonardo DiCaprio, na klar will er auch mal das kriegen, was hier irgendwelche Leute für einen Film kriegen. Ne? Also keine Ahnung, warum der den Oscar nicht gekriegt hat. Ich kenne ihn ja auch persönlich nicht. Deswegen ja, ich auch kann nicht sagen, was er findet. Aber wenn man kann sich, ihn ja mal fragen. Wenn man sich, nein, Kai, überleg mal, der Mann engagiert sich extrem seit Jahren für Klima, Menschenrechte und so weiter. Ja? Und das finde ich, Don't Look Up war sein letzter Film jetzt, den ich gesehen habe. Und da geht es genau den könnten wir auch mal besprechen, der ist einfach herrlich.
Da geht es genau da geht es um einen Kometen oder einen Meteoriten, der unterwegs ist. Der, weißt du, die früher die Filme wie bei Contact oder so halt, ne? Da wird ein Sound aufgenommen. Dann wird, weiß man, der ist unterwegs, der wird auf jeden Fall die Welt zerstören. Ja? Und was hier passiert, die haben eine schöne Satire gemacht über wie man halt das alles so totquatschen kann und so ignorieren kann, bis man den Kometen dann, also diese Fake News und dies und das und da alles so, nein, stimmt nicht. Und die einen sagen, ja, stimmt. Und hier die Wissenschaftler werden nicht gehört, die werden der Lächerlichkeit preisgegeben und so weiter, bis alle diesen Kometen sehen. Und dann so, oh Scheiße, den gibt es ja wirklich. Ja, also das ist so, ja, aber das ist schon dann zu spät halt. Ne? Und der hat dort auch mitgemacht. Und Leonardo DiCaprio ist einfach, ich sag dir mal, der steht mir nicht zu, ja, aber der Mann ist erwachsen geworden. Ja, das stimmt, total. Ich finde ihn auch halt schon. Das muss man ihm auch mal zugestehen, ja, dass die Leute halt auch, ne, die haben dann irgendwelche Filme gemacht, aber Leonardo DiCaprio hat andauernd irgendwie versucht, sich neu zu erfinden und so weiter. Ja, also, und ich möchte nicht, ich möchte ehrlich gesagt sein Leben nicht leben. Du hast, ne? Und wenn er sagt, er hat Sprachen gelernt, und es ist ja gerade das Tolle an der Schauspielerei, wenn du sie ernsthaft betreibst, dass du Möglichkeiten dir erschaffen kannst, also dass du wirklich dann sagst, ey, ich leg mal dort, ich muss einen Obdachlosen spielen, ja, ich kann mir jetzt irgendwelche Klischees ausdenken, wie die wohl sind, und mir was anlesen, oder ich gehe wirklich zu den Leuten und bin dann mal ein paar Wochen mit ihm zusammen und so weiter. Klar gehst du abends vielleicht wieder nach Hause, ja, aber das verändert dich ja. Und das, was du dann da mitnimmst, das ist genau, das ist ja was auch. Du hast gesagt, der hat es wegen dem Oscar gemacht und so weiter. Nein, er hat es nicht wegen dem Oscar. Das kannst du alles weg. Hast du jetzt weggeschoben, richtig? Nein, das ist nicht. Man muss schon sagen, ich habe jetzt mal nachgeguckt, das war seine fünfte Nominierung. Danach hat er übrigens noch eine gekriegt mittlerweile bei Once Upon a Time in Hollywood von Tarantino. Also war mittlerweile 7-mal nominiert und das war die 6. Nominierung und er hat endlich mal den Oscar gekriegt. Ich sage auch nicht, dass er das deswegen so spielt, aber es ist schon von vornherein, es wird wirklich dort auf die, wie soll ich sagen, schauspielerische, und das finde ich jetzt geil, es klingt ein bisschen negativ, es ist vielleicht auch ein bisschen auf die schauspielerische Tube gedrückt, damit es wirklich... Ich verstehe das nicht, was du meinst, weil lass uns jetzt mal diesen Punkt nehmen, weil ich möchte jetzt nicht mit dir streiten. Naja, dann streite dich mal. Ja, weil da gibt es eine Szene, wo er auf den Boden kriechen muss und der Bär hat ihn gerade aufgerissen. Sein Rücken ist aufgerissen. Der hat einmal so gemacht und das Fleisch hängt raus, ja, und er hat ihn hier in die Brust reingebissen. Ja, also tiefste, schwerste Verletzung. Er kriecht durch den Boden. Er spuckt aus und was weiß ich was. Also, was soll er denn da machen? Soll er dann so wie so eine Seerobbe robben und sogar so zu so tun, als wäre das nicht so schlimm? Oder wenn der Regisseur sagt, hey, wir drehen die Szene auf dem Boden und du bist ja das, ne, zeig mir, wie du das machen würdest. Und dann zeigt er ihm das. Und dann arbeiten die ein bisschen dran und das war's dann. Und aber wenn der diese Szene, weißt du was, was soll er da machen? Also wenn es im Drehbuch steht, Du steigst ins eiskalte Wasser, ja, da kannst du doch DiCaprio nicht einen Vorwurf machen, dass er ins eiskalte Wasser gesteckt. Er hat ja nicht gesagt, hello, ich habe noch eine Idee, ich könnte ja hier, weil wegen Oscar, könnte ich dann vielleicht noch mal hier, wer weiß, hier ins eiskalte Wasser reingehen und dann könnte ich meinen Popo dann vielleicht direkt auf die Flammen halten, so bis es brennt oder was, weißt du, also das ist sehr, sehr weit hergeholt und da musst du jetzt auch zurückrudern. Da kannst du nicht sagen, das ist für einen Oscar gemacht, du warst nicht dabei. Ich sage ja auch, dass mich Leonardo DiCaprio dort, wie auch in vielen anderen, ich finde ja auch, dass es einer der beeindruckendsten Hollywood-Darsteller der Gegenwart ist.
Auch viele packen ihn ja noch immer in diese Ecke Titanic, das finde ich total faszinierend, dass, und sagen immer, ja, ach, das ist doch dieser Schönling aus Titanic. Das sind aber Leute, die keine Ahnung haben, weil er vorher und nachher, auch schon vorher, großartig gespielt hat. Auch bei Titanic spielt er ja nicht. Wie alt war der da? Ja, 20? 21? Ja, sowas. Aber er hat ja vorher schon Gilbert Grape gespielt, das war, und er ist, aber er wird, das wird immer so ein bisschen, das haftet ihn immer so ein bisschen an. Aber ich will vielleicht nochmal einen Satz, weil wir vorher drüber gesprochen haben, oder zwei Sätze tatsächlich, nicht nur, dass Leonardo DiCaprio und Herr Alejandro, jetzt kriege ich schon wieder nicht hin, Iñárritu, den Oscar dafür gekriegt haben, sondern es gab einen dritten Oscar für die Kamera. Shitstorm. Was? Jetzt kriegst du einen Shitstorm. Shitstorm, ja, das ist mit meinem Spanisch. Überlegst mal Unterricht, ja, bevor du hier die Namen falsch aussprichst. Ach, das Namen ja, die Zeit heute ist so. Du kriegst gleich links, rechts eine Klatsche, Punkt. Ist ja genug Platz in den Kommentaren. Du hast nicht mal Zeit, Entschuldigung zu sagen, ist leider so. Ja, es ist genug Platz in den Kommentaren, kann jeder reinschreiben und vielleicht. Aber vielleicht, wir hatten ja kurz vorher darüber gesprochen, dass über die Kamera und es gab eben einen dritten Oscar, es gab noch viele Nominierungen, es gab einen dritten Oscar für die Kamera, es gab auch eine Nominierung für Szenenbild. Über den Kameramann. Was ich auch sehr, sehr gut finde, möchte ich noch mal ganz kurz sagen, weil das Szenenbild, diese ganze, dieser Realismus, der da drin ist und trotzdem so eine leichte, finde ich, Überhöhung da auch schon drin ist, in diesem ganzen... Apropos Szenenbild. Ja. Ich meine, du hast dich jetzt bestimmt nicht tiefer, wir machen das ja, wir wälzen ja keine Bücher und was weiß ich was. Was würdest du jetzt du ja natürlich, sieht man ja hinter dir und so, du, was das Szenenbild angeht, Das ist ja die Natur. Auch, großen Teil, ja. Also Szenenbild, wie geht denn da ein Szenenbild nach vor? Also die ganze Location, wie findet man da? Also was macht man da? Naja, also Szenenbild ist dort tatsächlich Großteil Natur, nicht nur. Auch das aufgeschnittene Pferd ist ein Teil des Szenenbildes. Was soll es sonst sein? Aber es ist großen Teil Natur, indem man, denke ich, gerade bei diesem Film, der sehr viel an Originalschauplätzen gedreht hat, die richtigen Orte findet mit Kamera und Regie zusammen. Ich denke, die drei suchen Orte und diese vielleicht noch modifiziert. Das kann ich mir sehr gut. Also ist dort auch passiert. Also noch was dazu nimmt, was wegnimmt, was verändert. Aber das sage ich zum Beispiel in meinen Seminaren immer, ein Baum ist nicht ein Baum, sondern ein Baum kann der ideale Baum sein für den ersten Kuss für ein liebendes Paar, aber es kann auch der ideale als ein anderer Baum und dann ist es vielleicht ein anderer Baum, kann der perfekte Baum sein, wo sich dann jemand aufhängt, weil seine Liebe ihn verlassen hat. Und da muss man eben den richtigen Baum finden. Und dann kommt die Kamera natürlich dazu, den Baum entsprechend von der richtigen Position filmen, im richtigen Licht und deswegen kann Natur total gruselig sein, total romantisch, total zärtlich, angsteinflößend. Aber das ist sie ja nicht nur, weil man sagt, sie ist jetzt angsteinflößend, sondern weil man die richtige Natur an den richtigen Stellen findet und darüber erzählt. Das Gleiche gilt auch für Stadtbilder, für Straßen. Eine Straße kann total romantisch sein, wo sich zwei treffen und küssen. Sie kann aber auch angsteinflößend, sie kann gruselig sein, sie kann depressiv, traurig sein. Da muss man eben die richtigen Straßen mit den richtigen Lichtern, mit den richtigen Requisiten vielleicht, gerade bei Straßenbildern, aber auch in der Natur finden. Also ich finde das sehr, sehr faszinierend, wenn ich, du hast es ja auch gesagt, diese Natur. Dann gehst du als Szenenbild, ich frage dich jetzt mal so. Ich habe zum Beispiel einen Film schon, der nur im Wald spielt, gedreht. Oder gehst du, nein, ich wollte fragen, ich tue jetzt so, als hätte ich keine Ahnung. Und gehst du denn als Szenenbildner selber dahin und guckst du nach oder wie machst du das? Naja, es kommt auf die Projektgröße an und auf die Anzahl, aber hierbei und auf die Wesentlichkeit des Sets, aber hier auf jeden Fall ja. Hier besteht ein Grund-Erzählebene durch die Natur. Wenn der Szenenbildner muss hier in der Natur sein, er muss sich vorher überlegt haben, deswegen arbeiten ja Szenenbildner sehr visuell, mit Zeichnung, mit Fotos,
mit Bildbeispielen oder auch mit Bildbeispielen aus anderen Filmen oder eben mit tatsächlich mit entworfenen Bildern, um dann Elemente zu finden. Und ich habe schon einen Film gedreht, der primär fast wie hier, zwar in der heutigen Zeit, aber auch im Wald spielt. Und da, wo man kann wirklich über jede Waldlichtung, über jeden Waldweg und über jeden Baum diskutieren, nicht um das Diskutieren willen, sondern weil sie so schnell was anderes erzählen, wenn man einen Baum weitergeht, wenn man mit der Kamera einen Schritt nach hinten geht oder wenn man den Schauspieler, das ist dann natürlich die Regiefrage, dort davor liegen lässt, wenn es matschig ist oder ausgedürrt, wenn es kalt ist, wenn viel Schnee ist oder wenig Schnee und so weiter und so fort. Ich habe auch gehört, das wusste ich nicht, ich weiß auch nicht, ob das stimmt, aber ich kann es mir vorstellen, dass sie diesen gedreht haben in der zeitlichen Abfolge, also dass sie praktisch das Wetter und die Veränderung wirklich mitgenommen haben sozusagen. Und das geht dann sehr stark auch in eine dokumentarische Richtung, wie dieser Film will. Aber nichtsdestotrotz hat er für mich ein ganz starkes Szenenbild und eine Nominierung dafür, für so einen Film, wo auf den ersten Blick wenig gebaut worden ist und wenig Fantasy-Welten. Dabei es ist auch ein Zeichen, dass es andere auch so sehen. Also es war sofort mein Gedanke, hier hat eine Kamera ein wirklich tolles Szenenbild aufgenommen. Das ist auch ein gutes Stichwort, weil bevor wir zum Schluss kommen. Ja, aber Kamera, wir müssen nochmal, du hast noch nicht diesen Kameramann erwähnt, über den wir vorgesprochen haben. Das wollte ich gerade sagen. Genau, dann sag doch. Die Kamera ist hier, das ist das Tolle, die beste Kamera, Männer und Frauen, das sind die, die man nicht spürt, wenn man einen Film guckt. Ja? Und der Kameramann, da kannst du gleich auch dein Tuch äußern. Also wenn ich die Kamera, wenn ich merke, die Kamera bewegt sich ohne irgendeinen Grund oder es passiert irgendwas, das macht gar keinen Sinn, dann weiß ich, da hat ein Kameramann irgendwie die Kontrolle verloren. Ja? Aber lassen wir das mal, kommen wir zu Emanuel Lubezki, der ist auch Mexikaner, und aber ist wahrscheinlich irgendwie mit Vorfahren aus Europa und so. Jedenfalls hat der so viele Filme, tolle Filme gemacht, ich wusste das gar nicht, ich habe das nie so im Blick gehabt. Der hat mit Terrence Malick gedreht. Ja, der hat mit Iñárritu hat er halt gedreht. Und Terrence Malick, was stöhnst du auch? Ja, Terrence Malick. Und warte mal kurz. Aber ich kann dir hier einfach mal, hier, ja. Die Leute, die halt schon älter sind, also ein bisschen älter sind, mit The Birdcage zum Beispiel, da hat er die Kamera gemacht. Und Birdman hat er gemacht von Iñárritu. Fantastisch. Der ja auch eine Kamera, also es sieht so aus wie eine Kamera, der mit ganz langen Plansequenzen arbeitet. Fantastisch, ja. Ja. Gravity hat er gemacht. Auch lange Plansequenzen. Ja, also, und dann halt eine Reihe von Terrence Malick-Filmen. Und der, also wer mit diesen Regisseuren zusammenarbeitet, hier ist es Alfonso mit Gravity und Iñárritu und Terrence Malick, tut mir echt leid, das ist ein Meister des Fachs. Wenn die mit ihm zusammenarbeiten wollen, dann hat das schon eine Bedeutung. Und du kannst es bei Revenant ganz gut sehen. Die Kamera ist einfach wie ein eigenes Erzähler. Es ist so, weil das ist so wichtig, wie, wo die Kamera, also ein richtig guter Kameramann, der denkt sich ja die Bilder auch aus. Das ist ja nicht Iñárritu, der sagt, du nimmst mir jetzt genau diesen Blickwinkel auf und dann schwenkst du nach links und dann machen wir hier das Schluss. Nein, das macht der Kameramann. Der Kameramann kommt und sagt, guck mal, ich habe mir das so überlegt. Wenn der kommt, dann machen wir auf jeden Fall eine noch so und dann bin ich hier und da und so weiter. Der kriegt ja nicht selber auf den Boden. Ja, das machen ja die Operator. Aber der hat halt das ganze Visuelle
die Visualität des Films ist in seinem Kopf quasi, auch wenn der Regisseur quasi dieses Obergeordnete hat, ist er der erste Geiger im Konzertsaal. Ja, also mit einer der ersten Geiger. Es gibt ja nicht einen ersten Geiger. Also genau, das würde ich auch so sagen. Und er kann natürlich nur das aufnehmen, was er vorfindet. Deswegen ist hier, glaube ich, auch ein Zusammenspiel von Kamera und Szenenbild, also an den Orten, auch an diesen, wie du ja beschrieben hast, diese, die dazu braucht es eben auch diese Bilder. Es gibt ja noch dieses ja, epische mit diesen ganzen Knochen und Schädeln und so von den, gibt es da noch so ein Bild von den, von diesen Bisons und so. Das sind ja auch so wirklich Bilder, die sich einprägen, die fantastisch durch diese Kamera aufgenommen sind, aber die eben auch als Bilder vor Ort waren. Ich will noch mal einen Satz kurz, kannst du gleich noch mal was zur Kamera sagen, weil wir hier, weil es vielleicht auch mal den Eindruck hat, ja, immer amerikanischer Film, amerikanische Filmemacher, USA. Nein, wir sind hier, das ist ganz überraschend, das ist ja nicht der einzige, klar, es ist ein amerikanischer Film, es ist tatsächlich auch im ersten Sinne eigentlich ein klassischer Hollywood-Film, klassisch würde ich mal in einer Klammer setzen, ein amerikanischer Spielfilm, aber es ist ein mexikanischer Filmemacher und das ist nicht der einzige, ich will nochmal, du hast eben Gravity genannt, Alfonso Cuarón heißt er, ich kann mir immer diese mexikanischen Namen ganz schwer merken, der Gravity gemacht hat und auch ein bekannter mexikanischer Filmemacher ist, der auch zwei Oscars schon bekommen hat, wie Irina Tu. Und ein bisschen andere Richtung, aber auch ein Mexikaner ist Guillermo del Toro, auch Oscar-Preisträger, auch ein großer Regisseur, über den ich gerne nochmal sprechen möchte. Das heißt, das finde ich sehr, sehr interessant. Dass, es ist mir in der Filmgeschichte gar nicht so bekannt, dass jetzt so drei, vielleicht gibt es noch und auch ein paar Leute, Kamera und so weiter aus, auch Schauspieler aus Mexiko in den USA sehr, sehr wichtig sind. Das war vor 20, 30 Jahren nicht so, was ich mit mexikanischen Filmen zu tun hatte, außer dass es war, dass mein verehrter Luis Buñuel eine Zeit lang in Mexiko gearbeitet hat. Aber sonst wird es da schon sehr, sehr dünn in der Filmgeschichte. Aber jetzt sind gerade einige mexikanische Filmemacher, Regisseure oder auch aus anderen südamerikanischen Ländern, aber vor allem Mexiko, sehr, sehr wichtig. Das finde ich sehr interessant. Habe ich erstmal gar keine klare Erklärung, aber es ist spannend. Das ist schon eine andere Sozialisierung, da bin ich mir ganz sicher. Das ist ein schönes Schlusswort, würde ich jetzt sagen. Und ein Schlusswort würde ich dich noch fragen. Und zwar als Frage, ist das für dich, ich hatte ja am Anfang so gesagt, ist es denn ein moderner Klassiker, ist es für dich schon ein Klassiker? Ich habe mich gefragt, weil als ich den Film gesehen habe, habe ich auch diese Anekdote zu Anfang erzählt, ich gesagt, wow, was für ein Film. Und ist er nicht. Oder also meinst du, der ist in 30 Jahren, hat er noch eine Wichtigkeit oder wird er in Vergessenheit geraten oder wird er bewusst schwingen? Nein, er hat keine Wichtigkeit, nein, kann man nicht sagen, weil die Aussage... Die Aussage des Films ist ja eine Romanadaption quasi und die Aussage dort ist jetzt nicht irgendwie, also man kann da sehr viel drüber reden halt, ne? Mensch, Natur und westliche Welt mit Nordamerika, Umgang und so weiter, ja. Also, aber es ist nicht in dem Sinne sehr kritisch. Hier ist eher Mensch und Natur stehen sich gegenüber. Und der Mensch ist ein Teil der Natur, ein weiteres Tier in diesem Tierreich. Und das Einzige, was ihn quasi vermenschlicht, in unserem Sinne, ist halt die Liebe. So wie wir am Anfang angefangen haben. Die Liebe zu einem Kind, die Liebe zu einem anderen Menschen. Und das ist das, was, wenn wir das verlieren, dann sind wir halt wie weiß ich nicht, wie andere Tiere, die halt dann nur essen, schlafen, fortpflanzen, so halt. Ne? Wenn Außerirdische kommen und Leute, die aus sonst woher,
Und das wäre interessant, was würden die ja feststellen? Die würden ja feststellen, dass es eine Lebensform gibt, die sich besonders viel ausgebreitet hat. Ja, wir sind im Wasser, wir sind im Weltall, wir sind in der Luft. Gibt kein anderes Wesen, was so quasi sich die Räume eröffnet hat. Und könnten Sie, wie viele Unterschiede, also was würden Sie alles feststellen? Würden Sie sehen, oh, die machen ja Krieg miteinander, die zerstören ihre Umwelt, aber gleichzeitig helfen sie auch, wenn irgendwie Katastrophen sind, stehen zueinander und so weiter. Ja, und das würde immer so wahrscheinlich plus, einmal minus, dann ist wieder null, dann wieder plus, plus, minus, minus, null. Ja, also keine Ahnung. Und ich glaube, das ist das wirklich, was ich aus Aber dem Film mitnehme. meinst du denn, dass der Film dafür auch steht? Also das ist für mich, das wäre vielleicht nochmal ein Thema. Ich habe hier gleich mehrere Themen. Wir müssen nochmal über Terrence Malick sprechen, den Esoteriker der Filmgegenwart. Frechheit. Und Weise ja auf auch durchaus der die schmale Kamera sehr Grat. kritisch sehe, dieses ewige sich drehen um irgendwelche Gänseblümchen. Und Ich verweise nur auf der schmale Grat. ja, das ist, da gelingt es Ihnen einigermaßen. Der hat aber auch durchaus seine Probleme, der gute Herr Malek, finde ich. Okay, dann finde ich ein ganz spannendes Thema, welche Filme sozusagen bleiben. Und was ich schon bei The Revenant frage, das weiß ich eben nicht, das weiß ich wirklich nicht, ist eine Frage, wie viel von dem Film bleibt. Der ist halt nicht, wenn man aus der gleichen Zeit, wenn man so guckt, wenn so ein Tarantino oder so als Beispiel, wie der in der Popkultur ist, wie viel da Filme, wie viel da noch übrig ist und heute diskutiert wird und Einfluss, das ist mehr so ein Solitär, wo ich mir auch vorstellen kann, dass der in 30 Jahren irgendwo in der Schublade ist, immer mal wieder noch irgendwo läuft, aber nicht für eine Zeit oder ein Klassiker steht, das weiß ich nicht. Ich finde Ihnen, das ist wirklich eine offene Frage, ob Also der. die Frage, welche Filme bleiben, ich habe gerade darüber nachgedacht. Genau, das wäre Du hast ein recht, Filmtalk weil dafür. du hast recht, welche, ich glaube, dann dachte ich so, hey, wie sollen denn Filme bleiben? Wir haben, es ist alles inflationär, was an Ja, aber es Output bleiben ja ist. Filme. Es Ja, bleiben aber es ist Filme. alles Nicht viele. Einmal, inflationär. einer im Jahr Du oder so hast bleibt. gerade von Buñuel erzählt, Ja. ja. Buñuel, das ist voll das ist ja Steinzeit schon Ja, fast, was und das wir dann. Zeitalter angeht. Weil früher, ich weiß nicht, wie viele Filme wurden früher im Jahr produziert, wie Ja. viele Filme, das würde mich interessieren, wie viele Filme wurden in den 50ern produziert und wie viele Filme werden heute produziert Ja, im da Jahr. wurde nur Und Kino dann, produziert und heute wird ganz viel für und andere. ich bin mir sicher, es ist das Zehnfache oder, und das wird nicht weniger mit den ganzen Netflix und Primes und Genau, was das immer. das ist. Also, was da an Filmen bleiben soll, das wird interessant, ja. Ja, genau, aber das habe ich mir auch aufgeschrieben, das könnte mal ein spannendes Thema sein, ein Haben wir doch Kino-Filmtalk schon. davor ist, Also. aber dass zum Beispiel jetzt gerade wieder, darüber haben wir ja gesprochen, ein Präsident einen Film von 1940, 42, den Diktator zitiert, weil das ein Film ist, der zumindest sehr, sehr lange bleibt und ein aktuelles Thema ist und sich viele was darunter vorstellen können. Und es gibt Wie auch Filme. Chaplin. Aber ich sag dir was, ganz ehrlich. Du bist auch mit Chaplin aufgewachsen und ich auch. Ja, aber ich bin da Sag viel dir zu nein, die Frage jung für ist, Chaplin. gucken sich die Kinder von heute Chaplin-Filme an? Wenn das, weil, also Pippi Langstrumpf wird ab und zu noch gezeigt. Aber gut, das ist jetzt kein blöder Vergleich gewesen. Aber Chaplin jetzt, ne? Ja, Chaplin. Die Filme von Chaplin, mein Gott, die werden auch. Die werden Ja, natürlich, aber es gibt nicht auch. gut gehalten, aber die Filme sind nicht für die, vielleicht sind sie nicht für die Ewigkeit. Filmtalks ist für die Ewigkeit, ja, Für die Ewigkeit. auf jeden Für die Fall, Ewigkeit. aber Filme sind, glaube ich, wahrscheinlich nicht für die Ewigkeit. Naja, das ist ein Filmtalk, den wir ja, glaube ich, ganz demnächst mal machen, welche Filme für die Ewigkeit sind. Das haben wir Und doch dann schon. Ich weiß gar nicht, was du.
Was du hast, wir haben schon, du hast deine Filme vorgestellt, ich habe meine Filme vorgestellt. Ja, aber das ist persönlich. Was soll ich das jetzt war sehr persönlich. Wie jetzt? So, das war persönlich. Gesagt, nein, das war nie, es war persönlich, klar, aber es waren halt die Filme, von denen ich ausgehe. Achso, das meinst du. Ja, okay. Ja, das könnte ja auch, für die Ewigkeit könnte ja auch sowas sein wie Leni Riefenstahl, weil der immer wieder zitiert wird, immer wieder Bücher darüber rausgeben, aber es ist definitiv nicht mein Kino. Jetzt gar nicht politisch, sondern einfach von der Ästhetik her. Also das war sehr persönlich, aber darüber könnten wir mal sprechen. Und ich finde, das bei The Revenant sehr, sehr spannend. Politisch auch nicht. Würdest du ja, sag ich ja, politisch auch nicht. Okay. Aber ich meine das jetzt erstmal gar nicht primär politisch, sondern ästhetisch. Es ist einfach nicht mein Kino, aber es ist vielleicht ein Film, der immer wieder oder ja, aber diese Frau wird auch immer wieder durchgekaut. Ja, genau, immer wieder durchgekaut. Ja, das ist ein anderes aber Thema. Aber Tarantino wird auch immer wieder durchgekaut. Lass uns nicht über sie jetzt reden, weil dann kriege ich ein paar Pickel. Ja, aber es wären noch andere. Tarantino, um mein aktuelles Beispiel, wird auch immer wieder durchgekaut und zu Recht, weil das ein sehr, sehr, sehr einflussreiches und vielleicht auch sowas wie der erste Matrix-Film, der sehr, sehr lange nachwirkt, sehr, sehr lange und nicht nur 2-3 Jahre. Und das ist bei The Revenant, den ich nochmal sehr faszinierend finde. Ich habe mir aufgeschrieben, dass es sowas ist wie für mich einerseits was irre Großes, wie eine Oper, eine dreckige, idealisierte Oper, die aber auch dabei total realistisch ist, was ein völliger Widerspruch ist. Aber ob dieser Film tatsächlich so in der Popkultur oder in der Rezeption immer angekommen ist. Aber das ist ja vielleicht mal ein anderes Thema. Das finde ich sehr, sehr spannend. Ich empfehle den Film auf jeden Fall. Damit bin ich auch schon durch. Man muss ihn aber auch aushalten können. Ich kann mir viele vorstellen, die sagen, das will ich mir nicht antun. 2,5 Stunden Dreck, Blut, Schweiß, Kälte, Angst und Tod. Okay. Heute ohne Nachspann. Einfach. Wieso ohne Nachspann? Weil es jetzt zu kompliziert ist. Ah, und das ist zu laut. Das ist mir persönlich auch zu laut. Okay. Sagen wir einfach Tschüssi ohne Nachspann. Und bis zum nächsten Mal. Du musst mir aber noch sagen, wo ich jetzt hier drauf drücke. Hier. Und Tschüssi!